Hey zusammen und herzlich willkommen! Einen Gaming-PC selbst zu bauen ist für viele der Einstieg in die Welt der Hardware und für mich das Projekt, was jedes Jahr ganz oben auf meiner To-Do-Liste steht. Dieses Video teilt sich in zwei Bereiche. Zunächst einmal angefangen von dem Bau des Gaming-PCs und im zweiten Teil geht es dann um die eigentliche Konfiguration, warum ich mich gerade so entschieden habe und nicht anders, aber alles schön der Reihe nach. Ich wünsche viel Spaß beim Selberbauen und beim Zusehen und wir starten direkt durch mit dem Bau des Gaming-PCs 2016. Los geht's! SkyDragon, der Gaming-PC 2016, basiert auf folgender Hardware. Als Prozessor der Intel Core i5 Skylake Quad-Core mit 4x3,2 GHz respektive 3,6 GHz mittels Turbo Boost. Hinzu kommen 8 GB Kusha Ballistic Sports 2400 MHz CL16 DDR4 Arbeitsspeicher. Kombiniert werden CPU und RAM mit dem Gigabyte B150M D3H, Micro ATX Mainboard samt B150 Chipsatz, DDR4 und M.2 Support sowie USB 3.0, HD Audio und Co. Das Herzstück des Gaming-PCs ist die MSI R9380 Gaming mit 4 GB Grafikspeicher, dem TwinFrozer 5 Kühler und einer werkseitigen Übertaktung. Gekühlt wird der i5 durch den Cooler Master Hyper T4 Tower Kühler mit 120 mm Lüfter für eine gute Kühlung und das bei geringer Lautstärke. Für Windows und Co. steht die Samsung 850 Evo mit 250 GB zur Verfügung und als Datengrab oder Spieleverzeichnis eine Seagate 1 TB Festplatte. Als Netzteil das Cooler Master G450M, 450 Watt, 80 plus Bronze, Teilmodular und leisem 120 mm Lüfter. Und all die Komponenten finden Platz im Cooler Master N200 MIDI Tower Gehäuse. Und wie üblich findest du in der Videobeschreibung Verlinkungen zu den einzelnen Produkten, wie auch den ständig aktualisierten Gesamtpreis. Aber nun starten wir direkt durch mit dem Bau des Gaming-PCs. Grundvoraussetzung für den PC-Bau ist ein Kreuzschraubenzieher und ein Seitenschneider für Kabelbinder. Eine handelsübliche Schere tut es natürlich auch. Elementar und wichtig ist, dass du dich vorher und während des Baus elektrisch erdest. Es ist zwar an sich relativ selten, dass die Hardware durch elektrische Entladung beschädigt wird, aber wer weiß, durch irgendeinen dummen Zufall passiert es dann doch und dann ist erstmal eine Zwangspause angesagt. Zu Beginn wird der Prozessor auf das Mainboard gesetzt, hierzu wird der Verschlusshebel gelöst, indem dieser nach unten gedrückt und nach außen weggezogen wird. Dadurch lässt sich die CPU-Arretierung öffnen, der Prozessor passt nur in eine Richtung auf den Sockel, hierzu kann man sich an den Einkerbungen an der CPU als auch den Nasen im Sockel orientieren, zusätzlich an den Pfeilen auf CPU und Mainboard. Dann den Prozessor vorsichtig hineinlegen und die Arretierung in umgekehrter Reihenfolge wieder schließen. Der Verschlusshebel lässt sich nun nur noch mit etwas Druck nach unten bewegen, aber keine Sorge, das ist völlig normal. Als nächstes kommen wir nun zum Arbeitsspeicher. Unabhängig von der Anzahl der Speichermodule ist ein Blick in das Mainboard-Handbuch nie verkehrt und demnach können wir bei zwei Speichermodulen die RAM-Bänke 2 und 4 oder 1 und 3 nutzen. Die genaue Belegung variiert übrigens von Hersteller zu Hersteller. Auch für den Arbeitsspeicher gibt es nur eine mögliche Ausrichtung, die Kerbe im Speicher muss mit der Nase im Slot übereinstimmen. Dann die Sicherung lösen, den Arbeitsspeicher vorsichtig einsetzen und herunterdrücken. Erst wenn die Sicherung wieder eingerastet ist, ist der Arbeitsspeicher korrekt verbaut. Den Prozessor langfristig ohne Kühler zu betreiben, ist jetzt nicht unbedingt ratsam und daher liefert Intel in der Boxversion den Standardkühler mit. Über die Qualität und Leistung dieses Kühlers muss ich glaube nichts mehr sagen, trotzdem kurz gezeigt, wie dieser verbaut wird. Auf der Unterseite befindet sich bereits Wärmeleitpaste und somit reicht es aus, den Kühler auf die CPU zu setzen und die vier Pushpins über Kreuz nach unten zu drücken, sowie das Lüfterkabel mit dem CPU-Fanheader zu verbinden. Aber wie gesagt, der Kühler ist nicht der Hit und daher verwende ich den Cooler Master Hyper T4. Die Installation des T4 ist wirklich sehr einfach. Zunächst einmal wird die Backplate an den 1151 Sockel angepasst, dazu die, ich nenne sie mal Schieberegler, nach außen ziehen und das Board auf die Backplate setzen, dann die Backplate mit vier Abstandshaltern fixieren, die Montagehalterung anbringen und die Wärmeleitpaste auf die CPU auftragen, weniger ist hier mehr. Jetzt die Schutzfolie von der Kontaktfläche des Kühlers entfernen und den Kühler auf die CPU setzen und anschließend wird der Kühler mit Hilfe der Montagehalterung fixiert. Last but not least noch den Lüfter mit dem CPU-Fanheader verbinden. Und schon ist der Hyper T4 installiert, quick and easy. Nachdem nun Prozessor, Arbeitsspeicher und Kühler vormontiert sind, erfolgt nun der Einbau in das Gehäuse. Hierfür muss das Gehäuse zunächst vorbereitet werden und das geht schon los bei der Demontage der Seitenwände. Alles, was an Schraubenmaterial benötigt wird, liegt dem Gehäuse bei. Es ist allerdings ratsam, das Schraubenmaterial im Vorfeld schon mal grob zu sortieren. Ich persönlich starte immer mit dem Einbau des Mainboards und hierfür muss zunächst die richtige Anzahl an Abstandshaltern eingeschraubt werden. In der Regel sind es je nach Mainboard zwischen 4 und 6 Abstandshalter, die natürlich mit den Löchern in dem Board übereinstimmen müssen. Dann zur I/O-Blende und hier kann man sich ganz einfach merken, die Löcher für die Soundanschlüsse sind immer unten oder rechts, sofern das Gehäuse liegt. Jetzt das Mainboard an der I/O-Blende ausrichten, hineinlegen und festschrauben und wenn du die gleiche Hardware verwendest wie ich,
dann sind es 6 Schrauben. Dann zu SSD und HDD. Viele Gehäuse bieten sogenannte Thule-Systeme oder Festplattenschlitten. Beim Cooler Master N200 wird die Installation von Speichermedien etwas anders gelöst. Festplatten werden ganz einfach in den Festplattenkäfig hineingeschoben und mit 2 Rändelschrauben fixiert. Bei SSDs gibt es verschiedene Einbaumöglichkeiten, zum Beispiel auf dem erweiterten Mainboard Tray oder auf dem Festplattenkäfig. Ich entscheide mich für Letzteres und so wird die SSD auf den Rahmen gesetzt und zusätzlich mit 2 Rändelschrauben fixiert. Nun zum Herzstück des Gaming-PCs, der Grafikkarte. Hierfür müssen zunächst die beiden oberen Slotblenden entfernt werden. Auch hier gibt es unterschiedliche Systeme, zum Beispiel durch Schrauben gesichert oder mittels Thule-Systeme. Dann die Sicherung des oberen PCI Express 3.0X 16 Slot lösen und die Grafikkarte vorsichtig reinstecken. Anschließend wird die Karte mit den zuvor gelösten Schrauben im Gehäuse festgeschraubt. Was fehlt, ist das Netzteil und ob das nun wie in diesem Fall unten verbaut wird oder je nach Gehäuse auch oben, spielt keine Rolle. Die Herangehensweise bleibt gleich. Das G450M wird mit dem Kaltgeräteanschluss nach außen und mit unten gerichteten Lüfter im Gehäuse verstaut und mit 4 Schrauben fixiert. Dann kommen wir nun zum wohl wichtigsten Punkt und das ist die Verkabelung. Der PC steht oder fällt mit der Verkabelung und hier werden auch häufig die meisten Fehler gemacht. Los geht es mit den Gehäusesteckern sowie USB und Audio. Die genaue Belegung des Frontpanel-Headers findet sich im Mainboard-Handbuch. Auf den Anschlüssen selbst gibt es einen kleinen Pfeil, der den Pluspol markiert und mit dem Pluszeichen auf dem Mainboard übereinstimmen muss. Um das Ganze zu vereinfachen, die Beschriftung der Anschlüsse muss nach unten zeigen und dann funktioniert das auch. Oben links ist die Power-LED und darunter die HDD-LED. Neben der Power-LED ist dann der Power-Switch und darunter dann der Reset-Switch. Audio und USB sind dank der Beschriftung von Anschluss und Header kein Problem und bei beiden Anschlüssen gibt es auch nur eine mögliche Ausrichtung. Weiter geht es mit SSD und HDD. Für beide wird jeweils ein sogenanntes SATA-Kabel benötigt. Diese passen nur in eine Richtung auf den Anschluss, sowohl an SSD und HDD als auch auf dem Mainboard. Zusätzlich wird ein Stromkabel benötigt, das zunächst am Netzteil angeschlossen und dann mit den Speichermedien verbunden wird. Jetzt nur noch den 24-Pin ATX sowie den 8-Pin CPU-Stecker mit dem Mainboard verbinden, genauso aber auch die beiden 6-Pin mit der Grafikkarte und wie üblich gibt es auch hier nur eine mögliche Ausrichtung. Last but not least die beiden Gehäuselüfter mit den Lüfteranschlüssen auf dem Mainboard verbinden. Im Übrigen werden alle Kabel mitgeliefert, zusätzliche Kabel sind bei dieser Konfiguration nicht nötig. So, und schon steht er, der Gaming-PC 2016. Was jetzt noch fehlt, ist die Grundeinrichtung von Windows-Treibern und Co. Dazu gibt es ein extra Video, Link dazu in der Videobeschreibung. Auch wenn das schon etwas älter ist, hat sich an der Herangehensweise nichts geändert, egal ob Windows 7, 8, 1 oder 10. Ja, soviel zum Bau des Gaming-PCs 2016. Nun stellt sich aber die Frage, warum genau diese Konfiguration? Und diese Frage bezieht sich ja eigentlich eher auf die beiden Hauptkomponenten CPU und GPU. Ich habe mich bewusst für eine Skylake-Plattform entschieden, zusammen mit dem i5-6500, aus dem einfachen Grund, weil diese Plattform diverse Vorteile bietet gegenüber der älteren Haswell Refresh Plattform. Da wäre zunächst einmal die deutlich bessere Energieeffizienz, aber auch endlich PCI Express 3.0 Lens über den Chipsatz, wodurch es möglich ist, M.2 SSDs mit bis zu 32 Gigabit pro Sekunde einzubinden, aber auch der DDR4 Support für die Mainstream CPUs und natürlich noch etwas mehr Leistung, wenn auch nicht viel. Zusammen mit 8 GB Arbeitsspeicher DDR4 kostet das Ganze dann nun auch nicht mehr so viel wie vor einigen Monaten und das beides dann kombiniert mit dem B150M ist wirklich eine sehr solide Basis. Das Gigabyte B150M D3H aus dem einfachen Grund, weil es für unter 100 Euro das wirklich beste Gesamtpaket bietet, was der Markt derzeit hergibt. Ich sage nur 6x USB oder auch 6x SATA, M.2 Anschluss, DDR4 und eine solide Optik, also wirklich ein sehr 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 gutes Board, kann ich wirklich nur empfehlen. Ist es quasi die Empfehlung für unter 100 Euro und für einen Budget-Gaming-PC. Durch den B150-Chipsatz bedingt wird der Arbeitsspeicher zwar nur mit 2133 MHz laufen, anstelle der angegebenen 2400 MHz, aber das macht in diesem Fall überhaupt nichts, das wird der normale Spieler überhaupt nicht merken und wenn, dann merkt man das überhaupt bei Benchmarks, aber so sind 2133 MHz vollkommen ausreichend und natürlich kann man auch diesen Speicher quasi auch für spätere PCs, für neuere PCs natürlich wiederverwenden. Ja, die R9380 mit 4 GB aus dem einfachen Grund, weil sie ein Top-Preis-Leistungsverhältnis bietet, auch wenn kürzlich die 380X erschienen ist. Die X-Version bietet meiner Ansicht nach aber nicht das an Leistung, was ich mir persönlich erhofft hatte von dieser Karte und der Aufpreis zu dieser X-Version ist auch einfach nicht gerechtfertigt. Deswegen MSI R9380 4 GB in der Gaming-Version. Und ja, Freunde, das war's zum Gaming-PC 2016 selber bauen. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen Herstellern, die mich bei diesem Projekt unterstützt haben, aber auch bei dir, dass du es quasi bis hierher geschafft hast. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim selber bauen des Gaming-PCs 2016. Der Test zu diesem PC folgt
gesagt, in Kürze, sofern dieser online ist, ist dieser, wie auch alles andere, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, an dieser Stelle bleibt nichts weiter zu sagen als Dankeschön und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!